Neben mir steht Amadeo Rieger. Herr Rieger, Sie sind bei Heidelberger Druck und Sie haben eben auf der E-Learning-Veranstaltung davon gesprochen, dass es so ein coach-geführtes E-Learning bei Ihnen gibt. Was ist es? Worum geht es dabei? Also dieses coach-geführte Online-Training ist eines unserer drei E-Learning-Trainingsmodelle, die wir haben. Haben wir neu eingeführt. Wir haben jetzt auch das erste Pilottraining durchgeführt. Für Teilnehmer aus der ganzen Welt war das jetzt. Waren über 40 Teilnehmer, die auch sehr positives Feedback uns gebracht haben nach diesem Training. Das Training ist folgendermaßen aufgebaut. Es gibt ein Begrüßungs-Eröffnungswebinar, in dem das Training vorgestellt wird den Teilnehmern. Es wird ihnen vorgestellt, wo finden die Unterlagen, wie läuft das Training ab. Und danach gehen die Teilnehmer ins Selbststudium, lernen ihre Einheiten durch und treffen sich wöchentlich dann darauf, um offene Punkte durchzudiskutieren und auch wieder die Vorbereitung für die nächsten Einheiten zu bekommen. Und diese wöchentlichen Treffen sind aber auch keine Präsenztreffen? Nein. Wie laufen die ab? Das sind reine Online-Trainings quasi mit unserer Technik, mit der wir auch Webinare durchführen, wo dann nochmal der Kollege, der Trainer auch Dokumente nochmal zeigen kann, wenn irgendwie Fragen sind und flexibel auf offene Punkte eingehen kann. Was für einen Themeninhalt haben diese Trainings? In dem Fall sind es Software-Themen, die Filme enthalten können, zum Beispiel mit Anleitung. Also es gibt nochmal abgelegte Filme und Präsentationen, wo die Teilnehmer auch nochmal im Selbststudium sich das Ganze anschauen können. Erklärte Filme, was passiert, wenn ich hier drücke, wenn ich da irgendwas drücke, und er wird durchgeführt. Und wenn ich das so richtig verstehe, ist es eigentlich ein Selbstlernen der Teilnehmer, die zwischendurch dann nochmal Fragen stellen dürfen bei diesen Treffen, die sie online haben. Und wie reagieren die Teilnehmer eigentlich so darauf? Also es war durchweg positives Feedback auf diese Online-Trainings, dadurch, dass sie keine oder weniger Reisetätigkeit haben, wie sie vorher gehabt haben, mussten sie extra kommen für das Training. Jetzt wird das Ganze virtuell durchgeführt, online. Und wie gesagt, der Trainer ist immer noch da, ist jederzeit ansprechbar, sei es jetzt per Forum oder halt einmal in der Woche dann für die Fragen. Wie lange dauert so ein Training? Das geht über mehrere Wochen. So ist es im Moment angelegt. Und den Teilnehmern fehlt dann scheinbar überhaupt nichts, obwohl das bisher immer in Präsenz ablief, solche Trainings. Und jetzt läuft sowas ausschließlich virtuell ab und die Teilnehmer sind trotzdem sehr zufrieden damit. Ja, also für dieses Thema machen wir das jetzt so und es kam gut an. Na, dann bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht, ob es nach dem Pilot genauso gut beurteilt wird. Hoffentlich sprechen wir uns in einiger Zeit nochmal. Danke für dieses Interview.